Willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Ich habe mir eine weitere Nebenquest markiert oder eine weitere kleine Hauptquest, viel mehr. Und zwar Diener des Volkes nennt sich diese Quest. Jetzt müssen wir zu Kenji. Ich hoffe, ihr wisst noch, wer Kenji ist. Das ist der eine Typ, mit dem wir schon mal eine Quest hatten, wo auch Yuna mit dabei war. Das war kurz bevor wir Taka aus der Atsamo-Bucht befreit hatten. Und dieser gute Kenji ist, glaube ich, ein Getränkehändler. Sagen wir es mal so. Warum laufe ich denn? Ich kann noch Sora rufen. Du bist ein gutes Pferd. Ich habe das auch gerade mal abgecheckt im Vorfeld. Mit Kenji gibt es 3 Nebenquesten. Je nachdem, wie lange die gehen, könnten wir die eigentlich alle mal machen. Vielleicht sogar jetzt in einer Folge. Aber das kommt natürlich darauf an, wie lange die Questen dann auch gehen. Wir werden es gleich herausfinden. Ach, das ist ein weiteres Lager. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ich bin mal gespannt, was Kenji jetzt so erlebt hat. Wir haben ihn eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Vielleicht hat er wieder was Neues zu erzählen. Oder vielleicht ist er auch total betrunken und liegt irgendwo mit einem Glas Sake in der Ecke. Zieht eure Klingen! Und mal wieder treffen wir auf Mongolen. Das sind jetzt auch wirklich Mongolen, keine Banditen. Oh, das war knapp. Das hätte ich fast nicht geschafft. Warum standen die denn hier vorne auf dem Weg? Oh, irgendwo ist noch einer. Oder zwei. Ach, die hatten einen Gefangenen wieder. Ich verstehe. Na, den guten Mann, den retten wir doch glatt mal. Bald seid ihr frei. Meine Gebete wurden erhört. Geht. Gebt auf euch Acht. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Tja, guter Mann, lass dich nicht wieder einfangen. Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Schnell rauf auf Sora. Oh, da war noch Vorräte. Und dann auf zu Kenji. Der muss da vorne sein. Vielleicht hat er da vorne auch eine eigene Brauerei. Denn er verkauft ja, wie gesagt, Alkohol. Aoi. So nennt sich das Gebiet hier. Okay. Steigen wir mal ab. Schauen wir uns das hier mal näher an. Da unten liegen Rauchbomben. Warum liegen dort Rauchbomben? Hier sind ganz normale Leute, keine Mongolen. Oder müssen wir denen helfen? Was war denn das? Ach, Leinen. Ja, nehmen wir mit. Guter Mann, haben Sie vielleicht den gewissen Getränkehändler namens Kenji irgendwo gesehen? Quatscht manchmal dummes Zeug, hat öfter einen in der Krone. Vielleicht kommt er Ihnen ja bekannt vor. Da vorne steht er. Ich habe ihn schon gesehen. Ah, die Leute schlafen hier. Schnell rausschleichen. Wir wollen sie nicht aufwecken. Das sieht mir alles hier ein wenig heruntergekommen aus, warum auch immer. Da ist Kenji. Fürst Sakai! Kenji, was macht ihr denn hier? Etwas ist ziemlich schief gelaufen, mein Herr. Was habt ihr getan? Nichts. Die Mongolen haben all unser Essen genommen. Reis, Hirse, Fisch, alles, was sie bekommen konnten. Wir verhungern. Ihr sagt, wir. Das ist nicht euer Hof. Ich habe über das nachgedacht, was ihr sagtet.
und ich versuche, den Bauern hier zu helfen. Wo ist das Mongolenlager? Wer weiß, sie kommen nur alle paar Tage, nehmen das Essen und gehen wieder. Ich könnte sie überfallen. Sie haben Geiseln und so einfach ist es nicht. Wenn wir keine Nahrung produzieren... Es gibt sicher einen Weg, sie zu finden. Gibt es. Wird euch nicht gefallen. Das werde ich selbst entscheiden. Diener des Volkes. Ich glaube, ich habe euch über Kenji nicht zu viel versprochen. Kommt, ich zeige es euch. Wir müssen das Essen bündeln und an den Strand legen. Das ist alles von diesem Hof? Vom Hof, aus verlassenen Häusern, geangelt und gejagt. Nur um die Bäuche der Feinde zu füllen. Wie seid ihr denn überhaupt hier gelandet? Als die Mongolen erfuhren, dass ich zu euch gehöre, wurde es gefährlich. Ich dachte, ein abgelegener Hof sei sicherer. Naja, Kenji, aber wie man jetzt sieht, ist das ja wohl nicht so der Fall gewesen. Jedenfalls nicht für lange. Aber den Mongolen werden wir gleich noch Einhalt gebieten. Auch wenn die Geiseln haben, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir da Leute befreien müssen. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Ist das hier das Pferd von Kenji? Sieht ganz danach aus, aber er will's nicht nehmen. Essen und Trinken für die Mongolen. Aber dieses Sakefass ist leer. Ihr wollt die Mongolen noch mehr verärgern? Nicht ganz. Das Fass ist groß genug. Genug für einen bewaffneten, heroischen Samurai. Wisst ihr, was besser passen würde? Ein wappliger, wendiger Sakehändler. Die Mongolen werden das Fass mitten in ihr Lager tragen. Wer könnte dort mehr ausrichten? Ich oder ihr? Warum lasse ich ständig zu, dass ihr mich in Dingen versteckt? Weil es funktioniert. Ja, stimmt. Das hatte ich ja total vergessen. Als wir das erste Mal auf Kenji getroffen sind, da mussten wir mit Yuna in diesen Karren von Kenji klettern. Und jetzt müssen wir in ein Fass steigen. Auch nicht schlecht. Hier drin riecht es nach eurem Atem, Kenji. Das Fass hat sich nicht alleine geleert. Es geht los, mein Herr. Da kommen sie. Und wie geht der Gedanke? Ja, ja. Gehört alles euch. Nehmt nur, nehmt nur. Marcel Moriga. Nein, nein, nein. Das ist Miko. Miko ist mein Pferd. Meins. Na da, Matat. Modir nicht hozon. Au. Das dürft ihr nicht! Miko! Nein! Kenjis Plan hat funktioniert. Ja, wenn er was kann, dann ist es was planen, ja. Aber anscheinend haben die sein Pferd getötet oder auf jeden Fall mitgenommen. Dafür werden sie bezahlen, und zwar mit ihrem Leben. Die schnappen hier einen nach dem anderen. Erstmal das kleine Dickerchen hier vorne. Was du nicht sagst, ne? Wo sind denn die Idioten, die auf mich schießen? Ach so, der will wegrennen. Das kannst du vergessen. Hat er gerade seinen eigenen Idiotenkumpel da abgeknallt? Kann das sein? Wen auch immer die hier getroffen haben. Ich gehe jetzt mal auf die Haftbombe.
Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Musste ich unbedingt ausprobieren. Ist das hier vorne Kenji? Ich erkenne ihn gar nicht wieder ohne seinen Hut. Okay, die hatten noch eine Haftbombe für mich. Entschuldigung. Hatte gerade wieder einen Knoten in der Zunge. Ich glaube es nicht. Wir sind gerettet. Bringt diese Nahrung zu eurem Hof. Und Kenji die gute Nachricht. Kenji? Warum sollte ich ihm was anderes geben als eine Tracht Prügel? Was meint ihr? Diesem Narren haben wir das hier zu verdanken. Er wollte ein Geschäft mit den Mongolen. Oh, Fürst Sakai. Das war unglaublich. Kenji, sake saufendes Stück Affendung. Ich kümmere mich darum. Rechtfertigt euch. Ich verkaufte den Mongolen Nahrung, aber gab ihnen stattdessen Stroh und Holzspäne. Für den Profit? Damit die Bauern Nahrung haben. Dachtet ihr, die Mongolen merken das nicht? Nicht so schnell. Plötzlich gab es Bestrafungen und Geiseln und es hieß, gib uns Nahrung oder wir töten dich. Ich hätte euch nicht ermuntern sollen, euch nützlich zu machen. Was? Nein, nein! Ihr hattet recht, Fürst Sakai. Ich kann Gutes tun. Ich brauche nur Übung. Aber übt nicht, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Ja, mein Herr. Ging ja doch relativ schnell, habe ich mir schon gedacht. Das war die Quest Diener des Volkes. Und Kenji steckt natürlich immer in Schwierigkeiten, aber er bringt sich auch immer selber in diese Bredouille. Er versucht irgendwie immer aus allem Profit rauszuschlagen. Was haben wir denn hier? Talisman des Wohlseins. Was macht er denn? Erhalte zusätzlich 7,5% Gesundheit, wenn du dich heilst. Aber den haben wir doch schon. Den haben wir sogar ausgerüstet. Ihr habt Glück, dass der Samurai euch verschont hat. Tut mir leid, Taro. Ich wollte nur helfen. Ihr wollt Hilfe? Erstickt an einem Reißball. Ich merke, dass ihr gerade nicht darüber sprechen wollt. Bis bald. Der eine Typ hat ja geile Sprüche drauf. Schüttet euch an und umarmt eine Mongolenbombe. Da war schon wieder so ein Ding. Ja, Kenji, also, na, was soll ich jetzt sagen zu diesen Vorschlägen? So schlecht sind die gar nicht. Mal gucken. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Hoffentlich noch eine Quest mit Kenji. Sag jetzt nicht, das war's. Ich würde ganz gerne eine Quest machen mit dem. Ah, verdammt. Da scheint es wirklich gewesen zu sein. Hier oben haben wir noch zwei Questen. Okay, die sind relativ dicht beieinander. Hier ist auch noch einer. Was ist das? Vorfall in der Hiyoshi-Schlucht. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir machen erstmal diese beiden Questen und dazu begeben wir uns natürlich hierhin per Schnellreise. Da sind wir auch schon. Und da ist auch das Vögelchen, aber das fliegt wahrscheinlich wieder nur da hoch und sagt mir, okay, da ist ein Schrein, aber das Vögelchen weiß ja nicht, dass wir da schon waren. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß auch nicht, ob es immer derselbe Vogel ist oder ob es mehrere gibt, also wurde mir noch nicht dargelegt, ob das so ist oder nicht. Auf jeden Fall habe ich mir erstmal das hier markiert. Hier müssen wir hin, wie immer. Diesmal laufe ich auch gleich richtig. Um das Ganze ein wenig schneller zurückzulegen, brauche ich natürlich wie immer Sora. Aber der Vogel fliegt ja ganz woanders hin. Ach so, eine neue heiße Quelle hat er für uns aufgedeckt. Okay, gutes Vögelchen. Hier waren wir noch nicht. Über wen können wir denn diesmal sinnieren? Ihr solltet hier sein, Onkel. Wenn die Insel befreit ist, baden wir eine Woche lang in diesen Wassern. Eine Woche? Dein Ernst, Jin? Ich will nicht sehen, wie du danach aussiehst. Ich bin ja schon erstaunt, dass er diesmal nicht in einer heißen Quelle über irgendwelche anderen Männer sinniert hat. Ich bin ja froh, dass mal eine andere Auswahl kam.
Naja gut, wie dem auch sei. Wir gucken erstmal, ob wir hier jetzt runtersteigen können. Oh ja, da unten sind Mongolen oder Banditen oder beides. Oder gar keins von beidem. Aber irgendwer ist da. Und mit denen lege ich mich jetzt natürlich an. Denn ich habe ja nicht mehr alle Latten am Zaun und bin lebensmüde. Kämpfen wir! Schicke Beine hast du, mein Guter. Also das Outfit steht dir, muss ich dir lassen. Tsushimas Next Topmodel sind das. Na, willst du flüchten? Was war das gerade für eine Aktion? Steht vor mir und muss erstmal irgendeinen Brüller ablassen. Der hat uns gar nicht ernst genommen, der Typ. Nichtsdestotrotz, wir haben Vorräte bekommen und wir haben jetzt somit auch 3 Technikpunkte, die ich somit gleich mal irgendwo einsetzen werde. Die Frage ist nur, wo? Was haben wir denn hier noch? Ich habe noch gar nichts bei Erkundung gemacht, fällt mir gerade auf. Dass uns der Wind dann überall einfach mal irgendwo hinführt. Halte ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht für so wichtig. Bei den Kampfhaltungen würde ich ganz gerne was machen. Und zwar das hier, Mondwirbelsturm. Attackiere deine Gegner mit 2 schnellen Wirbelschlägen. Klingt ganz nice. Ich habe aber jeder Kampfhaltung jetzt was freigeschaltet. Bei den ersten beiden Kampfhaltungen kommen hier neue Kombinationen hinzu. Okay. Und bei der Mondkampfhaltung nur noch zum Schluss. Naja gut, reicht erstmal, glaube ich. Können wir bei den Geistwaffen noch irgendwas Tolles machen? Das ist natürlich auch geil. Direkter Treffer mit der Haftbombe, ja. Klingt ganz nett. Granatsplitter, das ist ja geil. Das machen wir. Wenn wir uns das... Nee, können wir nicht. Machen wir erstmal das hier. So, haut die Rauchbombe mehr rein. Und hier hat jetzt die Schwarzpulverbombe eine kleine Schockwelle. Damit können wir arbeiten. Wo ist mein Ziel? Bin ich schon wieder in die falsche Richtung? Ja, ich bin schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Warum passiert mir das immer wieder? So, mein Guter, wo hast du nur gesteckt? Ich hoffe, du hast Pferdeäpfel nicht irgendwo auf dem Weg gelassen. Wenn ja, dann macht das wahrscheinlich jemand anders weg. Wir sind der Geist von Tsushima, wir haben Wichtigeres zu tun. Was ist denn das hier für ein Anwesen? Wie friedlich es hier ist. Was ist das für ein Ort? Ach, hier müssen wir sogar hin. Na, ist ja toll. Oh, ein goldenes Vögelchen. Mein Herr, bitte geht hinein. Fürst Timoku wird bald zurück sein. Alles klar, mache ich gleich. Wo ist denn der Vogel hin? Vögelchen. Wo ist das Vögelchen? Ja, wo ist er denn hingeflogen? Ich dachte, ihr wärt Fürst Jinroku, doch ihr seid noch ein Samurai. Willkommen, mein Herr. Noch ein Samurai? Habt ihr nicht von Fürst Jinroku gehört? Er ist ein legendärer Samurai. Ich würde ihn gerne treffen. Wann kommt er zurück? Bald. Esst mit uns zu Abend. Vielleicht erzählt er euch eine seiner Geschichten. Die andere Seite der Ehre. Ich bin zurück von meiner gefährlichen Mission. Keine Sorge, mir geht es gut. Oh,
Ich hatte keinen Besuch erwartet, aber natürlich freuen wir uns, dass ihr hier seid. Ganz ehrlich, ich muss mal kurz unterbrechen. Ich kann den jetzt schon anhand seines Kostüms und seinem Auftreten nicht ernst nehmen. Nein, kann ich nicht. Danke. Mir war nicht klar, dass andere Samurai überlebt haben. Was für eine grausame Schlacht, nicht wahr? Die Strände von Komatsu waren blutrot an jenem schrecklichen Tag. Die Schlacht war bei Komoda. Natürlich, vergebt mir. Ich bin müde vom Reiten. Bitte, Nabe wird euch das Bad zeigen. Wir unterhalten uns beim Essen weiter. Bitte folgt mir, mein Herr. Ganz ehrlich, der Typ hat, glaube ich, gar keinen Plan. Erstmal kippt er sich nonstop wahrscheinlich einen hinter die Binde. Zweitens wird er nie und nimmer bei der Schlacht dabei gewesen sein. Und drittens ist das hundertprozentig auch kein Samurai und somit auch nicht seine Rüstung. Wo ist denn die Frau hin? Ich sollte der folgen, um einen Bart zu nehmen. Wo ist die denn hin? Was wisst ihr über Fürst Jinroku? Er erzählt uns alles. Wäre er nicht gewesen, hätten wir die ganze Insel verloren. War er bewaffnet, als ihr ihn traft? Er hat alles gegeben, um Tsushima zu retten. Außer sein Pferd. Es ist im Stall. Mein Bart kann warten. Ich will mir das Pferd ansehen. Ja, Jin sieht das genauso wie ich. Der stellt auch schon ein bisschen Nachforschungen an, was diesen Fürsten hier angeht. Er scheint auf jeden Fall nicht der zu sein, als wie er sich ausgibt. Ein Ackergaul. Kein Schlachtross. Das ist schon mal der erste Hinweis, dass wir auf jeden Fall richtig liegen. Der Fürst Jinroku ist auf jeden Fall kein Samurai. Normales Werkzeug. Nichts Außergewöhnliches. Ich kenne diesen Sattel. Er gehörte Fürst Higuchi. Jinroku ist kein Samurai. Ich bringe ihn zum Reden. Habe ich doch richtig gelegen? Das war dem einfach auch anzusehen. Kann ich da einfach so rein oder ist das egal, von wo ich hier reingehe ins Haus? Oh, ich gehe einfach hier rein. Wo ist Jinroku? Er ist fort, kurz nachdem ihr ins Bad seid. Es war wohl sehr wichtig. Ich finde ihn. Ja, Jin, wo ist er hin? Der gute Jinroku. Ist er jetzt wieder zu den Ställen zurückgekehrt? Die Frau wird ihn auch nicht gesehen haben. Das Pferd ist 100 Pro jetzt auch weg, oder? Nee, es ist noch da. Ich muss ins Suchgebiet zurückkehren. Ja, wo können wir denn hier bitte schön die Fährte aufnehmen? Ach, da hinten. Aber wo soll ich jetzt hier die Fährte aufnehmen? Ich sehe hier keine Spuren. Oder muss ich da vorne anfangen? Ah, okay, hier sind die Spuren. Hier ist er auf jeden Fall lang gelaufen. Wir müssen reden. Da ist er, ja. Warum rennt ihr weg? Bleib stehen. Bleib stehen, du Narr. Halt, bevor es zu spät ist. Kann ich den abknallen mit einem Pfeil oder so? Oder muss ich den so stellen? Nicht, dass er da irgendwo runterspringt. Dem ist alles zuzutrauen, wenn er zu viel Sake getrunken hat. Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ich habe niemandem Leid zugefügt. Naja, mag er sein, aber wo bist du hin? Ach, da unten ist er. Ich fordere euch zum Duell heraus. Ihr wollt kämpfen? Ja, es ist der einzige Weg. Wenn ihr das wünscht, nehme ich an.
Ist das jetzt echt sein Ernst? Na, mal gucken, was der Typ drauf hat. Wahrscheinlich wird er uns mit Sake beschmeißen. Oder anspucken. Und dann in Brand setzen. Wartet, ich will nicht sterben. Ich ergebe mich. Es tut mir leid. Sagt mir, wer ihr wirklich seid. Ich bin niemand. Ich versuche nur zu überleben. Ihr gebt euch als Samurai aus und bringt Schande über den Namen. Und ihr nutzt diese Frauen schamlos aus. Ich weiß. Bitte, mein Herr, lasst mich am Leben. Ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Verschwindet. Und wenn ich euch je wieder mit dieser Rüstung sehe, beenden wir unser Duell. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das so ausgeht. Ja, ich weiß, das hast du schon mal gesagt. Narr. Ich muss diesen Frauen die Wahrheit sagen. Wäre eine gute Idee, Jin. Das machen wir. Was haben wir denn hier oben? Hier ist ein Schrein. Irgendwo ist hier ein Schrein. Und da muss ich rein. In diesen Schrein. Oder etwa nicht. Täusche ich mich? Klar, hier ist da irgendwo ein Schrein. Da ist die heiße Quelle. Okay, da ist der Schrein. Gut, aber da waren wir ja schon. Naja gut, dann gehen wir mal zurück ins Dorf und berichten den Bewohnern, dass der Jinjoroku, oder wie der jetzt nochmal hieß, ich habe den Namen vergessen oder wahrscheinlich jetzt komplett falsch ausgesprochen, dass er ein Hochstapler war. Und die haben bestimmt so große Stücke auf den gehalten. Das klang auf jeden Fall so. Aber er war halt nicht der, für den er sich ausgegeben hatte. Da ist das Dorf. Oder etwa nicht? Ja, okay, das ist es. Fürst Sakai, willkommen zurück. Jinroku ist nicht der, für den ihr ihn hieltet. Er war gar kein Samurai. Ah, er hat euch die Wahrheit erzählt. Ihr wusstet, dass er lügt? Er schien harmlos und wir genossen seine Gesellschaft. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht getötet. Er lebt. Doch er wird nicht zurückkommen. Ich sage den anderen, dass er eine wichtige Mission hat. Wir kamen ohne ihn zurecht. Das werden wir wieder. Ja, ist ja nice. Die wussten schon, was abgeht. Das war dem ja auch mehr oder weniger an der Nasenspitze ansehbar. Muss man ja echt zugeben. Aber finde ich toll, dass sie auch mal so eine Charaktere eingebaut haben. Außer Kenji natürlich. Talisman der Schatten. Was ist das denn? Verringert die Geschwindigkeit, mit der dich Gegner bemerken. Um 10%. Ich glaube, das trägt bei mir sowieso keine Früchte. Auch wenn ich sowas drin hätte, mich sehen die sowieso immer relativ schnell. Die Karte wurde auch aktualisiert. Was kam jetzt Neues hinzu? Da unten kam nichts hinzu. Jedenfalls sehe ich da nichts. Das hatten wir hier schon alles. Und das hier machen wir jetzt natürlich auch noch. Einen unentdeckten Ort haben wir auch nicht in der Nähe. Oder habe ich was übersehen? Nö. Eigentlich habe ich, glaube ich, alles aufgedeckt. Jedenfalls, was ich so gefunden hatte. Hier haben wir natürlich noch ein Haiku. Das muss ich demnächst nochmal machen. Hatte ich wohl nicht gemacht. Ansonsten wäre es ja abgeschlossen. Mal gucken. Die neue Quest nennt sich auf jeden Fall Geflüster im Wald. Ich denke mal, wir müssen in einen Wald. Ist natürlich nur eine vage Vermutung, aber es könnte auf das hinauslaufen. Haben wir hier noch Mongolen? Oder Wildschweine? Oder Bären? Also keine Waldbären oder Brombeeren, ich meine richtige Bären, von denen wir auch Raubtierfälle bekommen. Was ist das denn hier?
Ein Bauernhof, oder wie? In dem Gebiet bin ich noch nicht gewesen, glaube ich. Untersuche den Ort. Ja, welchen Ort denn? Oh, da ist wieder so ein gelber Vogel. Da ist der Questgeber, da gehen wir gleich hin. Haltet euch fern, mein Herr. Die Geister rachlustiger Samurai suchen diesen Wald heim. Oh mein Gott, nein, hör auf. Du machst mir Angst. Ich gehe gleich wieder weg. Das ist ein Musikant. Und der Vogel wollte auch, dass wir hierher gehen. Warum erzählt ihr solchen Unsinn? Es ist wahr. Dies war einst ein Ort der Zuflucht. Jetzt verschwindet jeder, der den Wald betritt, spurlos. Wir sind im Krieg. Leute verschwinden. Doch selbst die Mongolen fürchten diesen Ort. Wartet bis zum Einbruch der Nacht, mein Herr. Dann schleicht der Tod im Wald umher. Geflüster im Wald. Ab morgen werdet ihr nicht mehr von mörderischen Geistern schwafeln. Ich bete, dass ihr recht habt, mein Herr. Na, mal gucken, ob er sich dran hält. Es ist auf jeden Fall Abend geworden und wir müssen jetzt den Wald nach Geistern absuchen. Aber es geht ja um den Wald, oder? Nicht um das Grundstück hier vorne. Und das ist wirklich sehr nebelig. Kehre in die Mitte des Waldes zurück. Mache ich. Also nach hier vorne, oder wie? Nur verirrte Ochsen. Aber hier scheine ich richtig zu sein. Immer wenn Jin sowas sagt, wenn ich versuche, dann sind wir eigentlich auf der richtigen Spur. Ein Lagerfeuer. Jemand muss dort sein. Das ist nicht lange her. Der Mörder kann nicht weit sein. Oh mein Gott, es geht auch noch um einen Mörder. Da ist jemand langgelaufen. Der hat bestimmt Schuhgröße 36. Ach, Mensch. Ja, ja, ich weiß, da müssen wir hin. Ich konnte das eben irgendwie nicht anwählen. Das Folge soll die Leute abschrecken. Folge den hängenden Leichen. Mach ich. Da vorne steht jemand. Sind das Mongolen? Kann ich sie töten? Tatsache. Stimmt. Sogar die Mongolen machen einen Bogen drumherum. Das sind Banditen. Kann ich die von hier klar machen? Machen wir doch gleich mal. Schlechter! Hallo Jungs. Habe ich euch gestört? Oh, du bist aber gut in deiner Kampfkunst. Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Du hast noch nicht. Jetzt hast du aber genug. Oh, schießt er in den Rücken. Du freches Bürschchen. Das ist also wahr, ein Samurai. Na, was du nicht sagst, ne? Es ist also wahr, ein Samurai-Geist. Buddha, beschütze mich. Entscheide über das Schicksal des Banditen. Ja, ich bin ja eigentlich immer der Gute, also ich lasse ihn jetzt mal laufen. Der kann den anderen berichten, wie grausam wir sind. Ich erzähle dem Mann am Wegesrand eine neue Geschichte. Ja, das machen wir. Und wir werden richtig übertreiben und somit vollkommen auf die Kacke hauen. So dass niemand mehr wieder einen Fuß in diesen Wald setzen wird. Man darf ja ruhig mal ein wenig übertreiben. Ich mache das ja nie, von daher finde ich da jetzt echt Gefallen dran. Wo ist denn jetzt hier der Reisende? Hier kann man sich auch echt verlaufen in dem Wald. Hat er seinen Standort gewechselt oder sind wir tatsächlich vorhin so weit in den Wald gelaufen? Scheint wohl so. Genau, da war ja das erste Lager. Da vorne müssen irgendwo die Ochsen sein.
wenn sie denn nicht schon weggerannt sind. Denn auch sie haben Angst vor dem Geist des Samurai, der hier im Wald sein Unwesen treibt. Wo ist denn jetzt der Reisende? Ich finde den, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Der war doch an einem Lagerfeuer, oder nicht? Ach, da hinten ist der. Ich habe ihn gesehen. Da vorne sitzt er. Er ist quasi immer noch da, wo wir ihn zuerst getroffen hatten, aber... Ja gut, das ist hier echt verwirrend in dem Wald. Und ich hatte mich verlaufen. Ihr habt die Nacht überlebt. Und ihr eine neue Geschichte zu erzählen. Mörderische Banditen nisteten sich einst im heiligen Wald ein. Doch die Samurai-Geister, die den Wald beschützten, wurden wütend. Der letzte Krieger des Sakai-Clans hörte ihr gepeinigtes Heulen. Er befreite den Wald von den Mördern. Und die Geister der gefallenen Samurai waren dankbar. Eine gute Geschichte. Als hätten die Samurai-Geister euch gerufen, um ihren Wald zu retten. Das war die Quest Geflüster im Wald. Wir könnten theoretisch eigentlich noch eine Quest machen. Oder wir finden noch was anderes, was wir machen könnten. Was haben wir denn hier? Talisman der zweifachen Zerstörung. Angriffe haben eine Chance von 5% doppelten Schaden zu verursachen. Hört sich ganz nett an. Die Karte wurde aktualisiert. Wo denn, bitteschön? Ah ja, okay. Da ist ein unbekannter Ort. Den decken wir doch gleich mal auf. Das ist bestimmt ein Fuchsbau. Und ich hatte recht. Es ist ein Fuchsbau. Bringe uns zum Schrein, kleiner Mann. Er wusste, glaube ich, gar nicht eben, wo er langlaufen sollte. Habt ihr das mitbekommen? Erst hat er nach links angetäuscht und dann ist er doch nach rechts gelaufen. Aber das ging ja schnell. Noch ein Schrein und wir haben einen weiteren Talisman-Steckplatz. Jetzt, wo nur noch ein Schrein fehlt, würde ich den ganz gerne finden wollen. Wo sind das Füchslein? Ich streichel die doch immer zum Schluss, bevor ich hier den Schrein verlasse, aber der ist jetzt nicht da. Wo ist er denn hin? Der ist bestimmt schnell geflüchtet, weil auch er kennt die Geschichte von dem Geist des Samurai, der hier im Wald sein Unwesen treibt. Oha, okay, da sind Mongolen. Zeigt mir, was ihr könnt! Bei Mongolen ist immer was zu holen. Ab und an mal. Hauptsache, wir können den Fettsack da fertig machen, aber sieht nicht danach aus. Aber dafür machen wir ihn gleich fertig. Ich gehe schon mal in die Wasserkampfhaltung. Werf dem Dicken noch eine Haftbombe an. Er fliegt natürlich nicht weg, ist ja klar bei seiner Körperfülle. Aber das waren noch nicht alle. Hier muss noch irgendwo einer sein. Oder es waren doch alle und wir müssen noch jemanden befreien. Normalerweise machen die sich eigentlich immer bemerkbar. Kaum sage ich das, schreit einer. Alles wird wieder gut. Darum habe ich gebetet. Ihr seid sicher. Bitte, ein Zeichen meines Dankes. Schade, ich hätte gedacht, es reicht noch für einen Technikpunkt. Wäre echt nice, wenn wir jetzt hier in der Nähe noch was finden würden. Vielleicht habe ich ja Glück. Auf der Karte wird bestimmt nichts angezeigt, wette ich. Nee, leider nicht. Ich meine, ich könnte mit Sora einfach hier mal so rumreiten und mich umschauen. Vielleicht decke ich ja noch was auf. Gut gemacht, Sora. Ihr dürft ja nicht vergessen, wir waren in dem Gebiet einfach noch nicht. Ich
Vielleicht decken wir noch ein bisschen was auf. Ein Schrein oder dergleichen. Oder ein paar neue Tiere. Warum sich die Mongolen immer mit den Bären anlegen müssen, ich verstehe es nicht. Können wir den noch herausfordern? Nein, können wir nicht. Meine Güte, ist sehr schnell. Ich möchte eine perfekte Parade hinbekommen. Boah. Komm, das muss drin sein. Bitte geht auch. Ausrüstung können wir auch verbessern, aber das ist ja nur Ausrüstung, die ich jetzt gerade nicht so toll finde. Unter anderem die Tracht des Reisenden, Tadayoris Rüstung und die Ronin-Kleidung. Und da sind Mongolen. Ihr wisst ja, da ist was zu holen. Seid ihr so feige? Ach nee, das sind Diebe. Diebische Mongolen. Manchmal täuschen die, glaube ich, dann doch nicht an. Ist mir gerade so aufgefallen. Oder täuschen nur die Mongolen an und die Diebe nicht? Ich weiß es nicht. Na, wer schießt als erster war hier gerade? Da war ich wohl schneller. Ja, das waren wirklich arme Schlucker. Die hatten nicht so wirklich Vorräte. Es sei denn, hier ist noch was drin. Naja, gut. Das geht ja schon mal. Wir schauen uns noch ein bisschen weiter um. Was haben wir denn da vorne? Vielleicht sogar eine kleine militärische Festung von den Mongolen? Oder was ist das hier? Zerstöre die Werft. Sucht mich jemand? Jawohl, das ist mongolisches Gebiet. Da hat er angetäuscht und jetzt greift er an. Töte Gegner ohne gesehen zu werden. Oh ja, da gibt es wieder einen Bonus. Den würde ich ganz gerne versuchen zu kriegen. Ich wechsle aber mal auf die Mondkampfhaltung. Die anderen Sachen, die sind nicht so schwer zu erreichen, aber Gegner töten ohne gesehen zu werden, das ist ja überhaupt mein Kryptonit, ja, um es mal jetzt in der Sprache wie Superman zu sagen. Das ist einfach nicht meine Stärke, finde ich, für Leute, die nicht wissen, was ich damit meine. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Aber Leute töten ohne gesehen zu werden, das sollte sich doch vielleicht bewerkstelligen lassen. Fangen wir doch mal hier vorne an. Oh, der hat mich ja gesehen. Oh, eine Windglocke. Oh, verdammte Axt. Ich wollte mich so schön von hinten anschleichen. Der Plan war so gut. Na, dann versuchen wir es bei den anderen. Wenn wir denn mal welche finden. Wer hat mich denn eigentlich da gesehen gehabt? Das war doch keiner von den Jungs hier vorne. Eisen brauche ich auf jeden Fall. Ich möchte demnächst wirklich mein Katana aufwerten. Oh, 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 oh. Wer sieht mich denn da andauernd? Ach so. Da oben verstecken sich welche. Ey Leute, das ist eigentlich mein Part, ja? Mal gucken, ob ich das hinkriege. Da sind noch ein paar Leute. Da unten sind die Falken. Die Frage ist jetzt, wie wird das gezählt? Muss ich ein Attentat auf den Boden ausführen oder reicht auch ein Luftattentat?
Ich wette, wenn ich den einen aus der Luft attackiere, kriegt das der daneben mit. Ist hier irgendwer noch im Zelt oder dergleichen? Okay, mal gucken. Die stehen jetzt da unten. Versuchen wir es mal. Na, das hat gezählt. Nee, es hat doch nicht gezählt. Aber das kann doch nicht so schwer sein, für einen Gegner so zu töten, ohne gesehen zu werden. Also mich darf halt auch kein anderer sehen, ne? Und ich wurde ja dann gesehen. Das wird's auch gewesen sein. So doof das auch klingt. Naja, vielleicht kriegen wir das noch hin. Erstmal die Falken hier befreien. Und natürlich wie immer alles einsammeln. Unter anderem auch wieder Vorräte und Artefakte und Aufzeichnungen, sofern sich das natürlich auch ergibt hier in dem Lager. Ich hoffe nicht, dass wenn wir in so ein Zelt hier mal reinstürmen, nicht, dass wir auf einen nackten Mongolen treffen, der sich gerade umzieht. Den Gedanken hatte ich gerade. Ich meine, wir stürmen hier immer in so ein Zelt rein. Ihr wisst ja nie, was derjenige, der sich da drin aufhält, so macht. Oder gerade vorhat. Ich glaube nicht, dass ihr einen nackten Mongolen sehen wollt. Also ich nicht. Okay, ich könnte den da hinten herausfordern. Lass ich jetzt aber mal. Wer zum Geier hat mich jetzt gesehen? Da ist doch nur ein Typ am Start. Oh, was schießt er denn da, bitteschön? Okay, er schießt auf irgendwas. Achso, er macht Schießübungen. Hast rein, das hat gezählt. Da waren es nur noch zwei, um das Bonusziel zu erreichen. Ich hoffe, das lohnt sich auch wirklich mit dem Artefakt, was ich da letztens reingenommen hatte, dass wir mehr Vorräte bekommen. Mal schauen. Irgendwo müssen hier noch Leute sein. Ob es hier noch einen Anführer gibt? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, wenn, dann da hinten auf dem Schiff. Wahrscheinlich. Oder hier oben? Nee, da oben ist niemand, aber wir klettern trotzdem mal hoch. Aber da gibt es nichts. Okay. Ich wollte das einfach nur mal ausschließen. Hier oben scheinen keine Leute mehr zu sein. Warum nicht? Ach, hier kann ich noch durch. Stimmt, da war ich ja schon. Tja, die letzten Leute sind dann wahrscheinlich da unten nur noch bei dem Schiff. Da können wir noch Falken befreien und diese Banner einsammeln. Hier können wir noch was einsammeln. Hier ist immer mehr drin wie sonst woanders. Jedenfalls habe ich diese Erfahrung gemacht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Mal gucken, nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Da unten sind noch überall Leute. Jetzt mal den Banner mitnehmen und noch den Falken hier freilassen. Ich glaube, das waren jetzt auch alle Falken. Hier könnten wir uns jetzt natürlich auch schon rüberschwingen. Was ich wirklich ganz gerne machen würde, aber... Wir kommen ja, glaube ich, auch so daran. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Anführer. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich würde den Typen da unten ganz gerne töten. Sofern das geht, ohne dass wir halt gesehen werden dabei. Jawohl, das hat hingehauen. Wir hätten das eigentlich schon viel, viel früher hinkriegen können. Aber ihr wisst ja, die Kunst des Anschleichens ist nicht so mein Metier. Wie man so schön sagt. Okay, mal gucken, ob ich das jetzt schaffe, ohne dass uns einer hier sieht.
Das Ziel hätten wir auch abgeschlossen. Jetzt ist es ja völlig Jacke wie Hose, wie wir hier vorgehen, glaube ich. Ob uns hier einer sieht oder nicht. Das spielt jetzt einfach keine Rolle mehr. Aber wo zum Teufel sind denn bitte schon die ganzen Banner? Oh, verdammt, der Dicke hat mich gesehen. Na egal. Dass die immer für eine Session reisen müssen. Oh, verdammt, für dich habe ich ja noch eine tolle Kampfhaltung drin, stimmt ja. Für solche Typen haben wir natürlich die Mondkampfhaltung und für die müssen wir die Windkampfhaltung nehmen. Immer am Wechsel. Hier ist ein weiterer Banner. Wie viel haben wir denn jetzt? 15 von 80. Zwei Banner müssen hier noch irgendwo sein. Einen hatte ich aber noch auf dem Schiff gesehen gehabt. Also vielleicht sind da auch beide. Wird wahrscheinlich auf das hinauslaufen. Es sei denn, hier vorne im Lager war noch einer. Nicht, dass ich nochmal zurücklaufen muss. Wäre wirklich sehr ärgerlich. Aber ich glaube, die letzten beiden sind auf dem Schiff. Ich habe jetzt echt eine Menge Vorräte und Eisen gefunden. Also wenn das beim nächsten Mal nicht reicht, um mein Schwert abzugraden, dann weiß ich auch nicht. Okay, der Typ angelt da. Der lässt sich auch gar nicht stören. Ja, ja, ich weiß. Das war der Anführer. Stellen wir uns doch mal im offenen Kampf. Oder wo rennen die denn hin? Wo sind die denn hin? Jungs, ich bin doch hier vorne. Hier ist noch ein Banner. Der Anführer ist irgendwo abgehauen. Keine Ahnung, was der gesehen hat. Uns hat er zum Teil auch gesehen, aber ja. Da gab es anscheinend noch was Wichtigeres. Ich schaue mich erstmal hier vorne um. Irgendwo muss noch ein Banner sein. Wir müssen natürlich auch gleich wieder dieses Schwarzpulverfass sprengen, nachdem wir, glaube ich, auch den Anführer getötet haben. Hier ist noch ein Artefakt. Was ist denn das? Schwarzpulverkanone. Die Verbreitung der Schwarzpulvertechnologie in Europa während des Hochmittelalters ist hauptsächlich auf die Verwendung von Sprengstoff und Feuerwaffen durch die Mongolen zurückzuführen, die sich über Asien hinaus ausbreiten. Entschuldigung, Knoten in der Zunge. Kennt er ja. Schwarzpulver spielte auch eine große Rolle bei der mongolischen Eroberung Chinas. Eine der bedeutsamsten dieser Waffen während der Invasion Japans ist eine kleine Bombe, die verwendet wird, um die Pferde der Samurai zu verwunden und in Panik zu versetzen. Interessant. Diese bösen Schlingel. Was sie nicht alles erfunden haben. Hier haben wir auf jeden Fall auch den Banner. Und jetzt kann ich mich natürlich auch um den Anführer kümmern. Hallo Jungs. Na, das hat reingehauen, wa? Schnell noch nebenbei was looten. Bitteschön, das sah so toll aus bei dir. Ach, das war schon. Wo war denn jetzt nochmal das Schwarzpulver versteckt? Das war, glaube ich, hier, oder? Genau, da haben wir's. Bitte was? Komm, wir spielen Verstecken. Ich habe gewonnen. Schnell anzünden und wegrennen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit uns überhaupt dafür immer bleibt, abzuhauen.
Bonusziel abgeschlossen, Legende erhöht. Und einen weiteren Technikpunkt hätten wir auch. Das ist ja ein Bild für die Götter. Das sieht ja geil aus, wie Jin da so neben Sora liegt. Habe ich so noch gar nicht gesehen gehabt. Finde ich ja nice. Ah, okay, jetzt kommt er langsam zu sich. Mal schauen, was haben wir denn jetzt hier noch auf der Karte? Also das haben wir auf jeden Fall abgeschlossen, ist ja klar. Da ist noch ein unentdeckter Ort. Eventuell ist das noch ein Fuchsbau. Das gucken wir uns jetzt auch noch an. Ich hoffe, wir kommen da auch relativ schnell hin. Nochmal gucken, wo mich der Wind hinführt. Ja, okay, hier scheine ich richtig zu sein. Denn wenn das jetzt noch ein Fuchsbau ist, dann kann ich gleich einen weiteren Talisman anlegen. Jawohl, da hinten ist wieder was zu holen. Und zwar bei Mongolen. Wisst ihr ja. Wer stellt sich mir zuerst? Ja, Leute, ihr könnt ja gerne Nummern ziehen oder Stäbchen ziehen, wie auch immer. Oh, verdammt. Das war eben aber fies, Jungs. Ich habe wirklich wieder damit gerechnet, dass er antäuscht, aber er hat es nicht getan. Leute, ist doch jetzt mal gut hier. Warte mal, ich kann auch schießen. Ich treffe auch ganz gut, wenn ihr stillhaltet. Oh, so viel Zeit habe ich aber nicht. Nein, jetzt habe ich, glaube ich, keine Pfeile mehr. Ja, ja, ich weiß. Kennen wir alles. Habe ich schon tausendmal gehört. Gib mal die Vorräte her. Ja, wie gesagt, ich habe echt damit gerechnet, dass der eine antäuscht. Aber er hat es nicht gemacht. Die wollen mich manchmal auch echt ärgern. Diese kleinen Schlingel. Schnell zum unentdeckten Ort. Wo war denn das jetzt nochmal? Ich hoffe wirklich, dass das ein Fuchsbau ist. Und ich habe recht. Meine Gebete wurden erhört. Oh, was ist denn da? Hallo Jungs? Ihr habt Zivilisten getötet. Schämt euch. Was soll denn das? Ich hätte das vielleicht verhindern können. Oh, ich kam zu spät. Verdammt nochmal, wo ist denn jetzt der Fuchs? Wo ist denn der Fuchsbau? War der nicht hier im Wald? Nee, warte mal, ich bin noch von da unten? Bin ich doch gekommen oder etwa nicht? Ah, da ist der Fuchs, okay. Ja, ja, okay. Hier ist der Fuchsbau, ich verstehe. Und irgendwo da unten ist dann der Schrein. Wie immer natürlich. Aber der Schrein ist 100 Pro irgendwo da hinten an der Küste. Da vorne ist wieder so ein Reh, aber ihr wisst ja, die sind in Tsushima heilig. Wir dürfen sie nicht jagen. Oder wir sollten sie nicht jagen. Wir könnten sie natürlich jagen, aber naja, sie droppen ja keine Felle. Von daher brauchen wir die nicht jagen. In Ordnung, das war der letzte Schrein, vorläufig, glaube ich.
Jetzt haben wir einen weiteren Steckplatz für einen Talisman. Genau, da wird es auch eingeblendet. Was könnten wir denn noch reinnehmen? Wir haben ja einiges. Nahkampfschaden ist auch von Vorteil. Doppelter Schaden natürlich auch. Tja, wir haben die Qual der Wahl. Aber den haben wir, glaube ich, schon mal drin. Ich möchte nichts doppelt drin haben. Ein wenig mehr Abwehr kann sicherlich nicht schaden. Trophäe erhalten, Talisman-Sammler. Jetzt können wir das Füchslein aber noch streichen. Oder nicht? Ich hoffe doch. Jawohl, es geht. Wie er sich immer freut. Schön gemacht. Mal gucken, was haben wir denn jetzt alles noch auf der Karte aufgedeckt? Hier der Fuchsbau, da auch noch. Hier war die Werft. Können wir uns wieder irgendwas herstellen? Verfügbare Verbesserung. Ich muss unbedingt noch zur Schmiede von Komatsu. Da sind wir auch schon in Komatsu. Und wo ist jetzt hier bitte schön der Schwertschmied? Eigentlich ist er doch hier vorne, oder? Hier ist aber auch die Hauptgeschichte, aber das wollen wir ja jetzt nicht machen. Willkommen zurück. Sind eure Klingen noch in Ordnung? Sonst sag Nein, Bescheid. Nicht wirklich. Ja, deswegen bin ich ja hier. Ich möchte gern meinen Katana verbessern. Eure Klinge ist bereit. Danke. Und das sollte auch erstmal für die Folge reichen. Die Hauptgeschichte machen wir in der nächsten Folge auf keinen Fall weiter. Das kann ich euch schon mal versprechen, denn ich werde mich jetzt vorrangig noch um weitere Nebenaufgaben kümmern und noch einiges aufdecken. Und erst dann machen wir die Hauptgeschichte weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, schaltet auch zur nächsten Folge ein. Dann geht's weiter mit Ghost of Tsushima. Ihr seid ein Samurai. Gebunden an unseren Kodex. Wir leben, Samurai! Kämpfen und sterben ehrenvoll. Weicht ihr von dem Pfad ab? Was wird aus euch werden? Ein Sturm zieht auf. Jin! Jin! Na los, Jin!